Hey Leute, willkommen zur 10. Folge vom Sonic Frontiers Let's Play. Ja, schon die 10. Folge, das ging schnell, oder? Und ja, letztes Mal haben wir schon vieles von der Insel gesehen. Wir haben viele Erinnerungsmarken gesammelt. Wir haben gegen Wächter gekämpft und wir haben dieses eine Portal geöffnet mit dem Zahnrad. Und es sind schon zwei weitere Chaos Emeralds wieder offen für uns. Wir haben ja schon drei eingesammelt und zwei stehen uns noch offen, ja. Das heißt, wir haben quasi schon fünf. Als nächstes müssen wir wieder zu Knuckles. Dafür brauchen wir wieder diese Erinnerungsmarken. Aber ich würde sagen, wir fangen die Folge an, indem wir gegen diesen roten Wächter hier kämpfen. Der sieht irgendwie aus wie so eine Art Käfer. Wie heißt er? Tank. Okay, passt zu ihm. Tank. Was tut er? Yo. Macht er einen Sandsturm? Oh oh. Oha, was passiert jetzt? Wir können ihn angreifen. Nein, er hat uns erwischt. Wie jetzt? Wir sind besiegt? Oha, warte mal. Da muss ich richtig vorsichtig sein. Oh Mann, wir wurden hier wirklich schnell besiegt. Ich sammle kurz ein paar Ringe. Wir haben nur 22. Oh Mann, die schnellste Niederlage bis jetzt. Gar nicht gut, gar nicht gut. Warte mal, wäre das nicht lustig? Könnte ich ihn so von hier schon angreifen? Nein, das geht eh nicht. So. Tank. Er macht irgendwie so einen Sandsturm und... Ey, guckt euch diesen Bosskampf an gegen diesen... Einfach so einen Wächter, der hier rumsteht. Was müssen wir jetzt um die Feinheit runter? Davon dürfen wir nicht getroffen werden. Jetzt kann man angreifen. Oder auch nicht. Okay, wir haben zum Glück Ringe wieder eingesammelt. Ich habe wieder neue Ringe. Okay, wir haben wieder welche eingesammelt. Jo, jo, jo. Ich weiß gar nicht, wann ich ihn richtig angreifen soll. Jetzt? Ich wurde eingesaugt. Was? Er hat mich eingesaugt? Und ich bin wieder down. Oh nein! Ey, der ist wirklich kompliziert. Das ist ja kompliziert. Oh Mann, ich muss irgendwie herausfinden, wie man den besiegt. Ne? Das Ding ist, man kann nicht alle Fähigkeiten einsetzen, weil wir ja halt in der Luft sind. Wir sind am Fallen. Kann ich auf ihn draufstehen? Nein. So, das zeigt mir an, dass ich angreifen kann. Jetzt habe ich wieder Ringe verloren. Sehr, sehr gut gemacht. Und ich bin wieder down. Oh nein, ey, das darf nicht so weitergehen. Ey, wir müssen so vorsichtig sein. Ich überspringe jetzt mal schnell diese Animation. So, okay. Er dreht sich. Da sind diese roten Lichter. Jetzt kann man ihn angreifen, glaube ich. Jetzt nicht mehr. Aber ich habe ja kaum Schaden gemacht und ich habe schon wieder Ringe verloren. Ich kann halt gar nicht mal so viele Fähigkeiten einsetzen. Cyberloop geht auch nicht. Okay, so. Okay. Das war gut. Er hat trotzdem noch ganz viel Leben. Nein, er hat uns wieder getroffen. Ganz richtig die Ringe einsammeln. Immer so in einem Rhythmus ihn angreifen. Aber wir machen so wenig Schaden, oder? Oh, okay, er ist runtergekommen. Wow, okay. Komm, wir haben den Tempo auf. Komm schon. Oh nein, er macht wieder einen Sandsturm. Okay, immerhin kommt er auf den Boden zurück. Dann kann man ihm viel mehr Schaden verursachen. Hier muss man einfach nur vorsichtig sein. So, jetzt kann man ihn angreifen. Nein, er hat eine neue Attacke. Oh nein, Ring. Okay, einen Ring haben wir. Komm schon, fall wieder runter, bitte. Fall runter. Wann fällst du runter, Mann? Wann fällst du runter? Okay. Jetzt. Neue Fähigkeit. Oh nein. Stampfangriff? Ich weiß nicht, was so viel Schaden macht. Okay, Cyberloop war auch gut. Der Cyberloop hat ihn auseinandergenommen. Seht ihr, was mit ihm los ist?
Hallo? Wieso kann ich nicht an... Wieder diesen Cyberloop. Oha, dieser neue Cyberloop ist ja richtig stark. Wir haben ihn besiegt. Leute, dieser neue Cyberloop mitten im Kampf können wir ja Dreieck gedrückt halten. Dann macht er einen ganz schnellen Cyberloop um ihn herum. Und ein Cyberloop um einen Gegner, ne? Der nimmt die Gegner komplett auseinander. Er war einfach in der Luft. Und auf einmal konnten wir ihn so schnell besiegen. Das war cool. Okay, hier sind Erinnerungsmarken in der Nähe. Nein, 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 nein. Ich will nicht dahin, ich will nicht dahin. Wir haben hier fast was verpasst. Hier, hier. Komm schon, gib uns bitte ganz viele Marken. Ein Schlüssel. Okay, 16 Stück braucht Knuckles. Gibt es hier dann schon wieder so ein Spiel? Mal schauen. Aber ich habe hier irgendwo eine Erinnerungsmarke gesehen. Hier, glaube ich. Wo bist du? Hier irgendwo war ein. So, so, ich wollte hier hochgehen und habe unten eine gesehen. Na, da links. Nein, nein, komme ich da jetzt nicht mehr hoch? Doch, doch, doch. Irgendwie muss ich da hoch. Gut. Ein Stück. Ganz viele Tricks ausführen, okay. Wir brauchen noch 15 Stück. 14 Stück brauchen wir noch. Ja, dann gehen wir mal in die Richtung. Da waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Doch, vielleicht waren wir hier doch schon mal, aber egal. Nein, aus Versehen ausgewichen und... Oh, nein. Und hier war, glaube ich, dieser Sumo-Boss, der uns auch Probleme bereitet hat. Und was ist hier dran? Fähigkeitspunkte? Nein, Ringe. Wie machen wir das jetzt? Ja, ich schaue einfach mal auf die Minimap. Da müssen wir hin und hier sind ganz viele Dinge. Gehen wir mal in die Richtung. Da oben sind auch ganz viele Sachen. Es sind überall viele Erinnerungsmarken zu finden. Ich muss einfach nur ein bisschen sammeln. Hier ist auch eins. Ja, gut. Gehen wir hier hoch. Oh, und jetzt sind wir wieder hier unten. Oh nein, wir müssen irgendwie hochkommen. Und noch eins gefunden. Und gegen den Gegner kämpfen wir mal. Stampfangriff und er ist down, oder? Ja. Und ein Schatz. Gut, gut, gut. Komm schon, bitte gib uns Erinnerungsmarken. Oh. Kein Schlüssel. Schlüssel brauchen wir jetzt nicht. Gut. Wie viele sind das eigentlich? Ganz schön viele, aber noch nicht genug. Aber wir sollten gleich soweit sein. So Leute, was wird heute passieren? Das war aber wirklich cool, wie wir den Gegner dann noch besiegen konnten. Der hat uns erstmal wirklich Probleme bereitet. Ups, falsche Attacke. Ey, dieser neue Cyberloop ist so cool. Oh nein, ich bringe verloren. Der ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Und ich bin aus Versehen hier hingegangen. Okay, egal. Das hat uns zu einer Erinnerungsmarke geführt. Egal, machen wir einfach mal den klassischen Cyberloop um die herum. Ey, die übertreiben ja richtig mit ihren Schilden. Ey. Das geht sogar in der Luft. Es ist so cool. Und der letzte. Ey, die normalen Gegner sind auch immer schwerer zu besiegen. Diese Fähigkeit ist auch so cool. Wir haben schon so viele Fähigkeiten. Hier ist auch so ein Gegner. Komm, kann ich das blocken? Oh, ups. Egal. Wieder eine Erinnerungsmarke und wir haben genug. Jetzt können wir wieder zu Knuckles und ich würde sagen, wir besiegen kurz den Kollegen hier. Kann ich blocken? Aber ich kann irgendwie keine Fähigkeit einsetzen. Aber das hier besiegt ihn irgendwie immer direkt. Okay, Knuckles. Nein, runtergefallen. Oh nein, oh nein. Komm ich wieder hoch? Komm schon. Bring mich doch wieder hoch. Oh nein. Okay, irgendwie werden wir schon hochkommen. Ja, hier. Ja, wir sind sehr weit hochgekommen. Nein, wir gehen einfach mal in die Richtung. So, und da.
Und perfekt in seine Richtung. Nicht runterfallen. Ja. So, Knuckles. Gibt es wieder so ein Minispiel? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Mal schauen, aber. Ey, die sind so süß mit ihrem Helm. Die ziehen einfach in den Krieg. Oh, wieder diese andere Dimension. Oh, Knuckles ist ja in seiner normalen Form. Die sehen irgendwie aus wie dieser Chaos. Dieser Sonic-Charakter, für die, die ihn kennen. Der irgendwie aus Wasser besteht. Wow, einfach so eine Attack on Titan-Mauer aufgestellt. Das habe ich schon mal erlebt. Wir sehen irgendwie einen Kampf aus der Vergangenheit. Imposante Verteidigungsanlage. Vielleicht wäre das was für meine Insel. Gab es irgend so einen Krieg oder sowas zwischen denen und irgendjemand? Knuckles nur am Staunen. Und schon wieder irgendwie so ein Zeichen am Himmel. Ganz so imposant war sie dann wohl doch nicht. Oh Mann, die Armen, die liegen da schon wieder so. Aber das sind doch irgendwelche Geschehnisse aus der Vergangenheit. Dann schlug der Roboter ihn nochmal. Ich freue mich dann zu Hause auf deine Schlachtberichte. Zu Hause? Ich integriere dich ins System. Gebe dir Kontrolle über das ganze Eggnet. Du wirst alle meine Roboter verletzen. Du wirst eine angenehme Abwechslung sein zu Orbot und Cubot. Sie wurden von dir erschaffen, wie ich. Sie wären also meine Brüder? Wie, Eggman hat sie erschaffen? Niemals. Das wäre sehr schön. Okay, jetzt müssen wir zum Chaos Emerald. Oh Mann, diese armen kleinen Freunde hier. Ey, die tun mir so leid. Und ich hoffe irgendwie, dass es nicht so leise ist, wenn es zu solchen... Das ist eine große Mauer mit einem ebenso großen Loch drin. Junge. Junge. Okay. Oh. Ja, was wollte ich sagen? Also... Was wollte ich eigentlich sagen? Ich hab's einfach vergessen. Okay. Oh nein, schon wieder diese Gegner hier. Hey, wieso? Wie kann ich das vergessen, Mann? Egal. Boah, diese Fähigkeit ist sehr, sehr stark. In der Luft hat er wieder den Schild aktiviert. Wow. Okay, was wollte ich sagen? Oh, da ist eine Erinnerungsmarke runtergefallen. War das wegen dem Cyberloop? Ich weiß auch noch nicht, wann ich hier diesen Unendlichkeitsturbo habe. Jetzt habe ich den, aber ich weiß nicht warum. Ist ab 100 Ringen? Nein, oder? Wer weiß. So, wir müssen da hinten hin. Wie kommen wir da hin? Okay, hier. Oh Mann, egal. Viereck. Ey, und der hat uns komplett irgendwo anders hingebracht.
Vielleicht hierhin? Bestimmt. Okay, perfekt. Und der schon wieder, der gibt uns immer irgendwas Gutes. Nein! Ey, wir können verhindern, dass wir Ringe verlieren mit dem Ausweichen. Das ist cool. Was gibt er uns dieses Mal? Okay, nur Fähigkeitspunkte. So, wir gehen einfach mal direkt zum Emerald. Direkt mal dorthin. Aber es ist natürlich gut, noch ein paar Fragmente einzusammeln. Wie kommen wir jetzt da hinten hin? Schon wieder der Kollege hier. Ich verstehe nicht, wie ich einfach vergessen konnte, was ich sagen wollte. Irgendwas mit diesen Koko. Was gibt es hier? Müssen wir hier irgendwas drauflegen? Stampfangriff? Cyberloop hilft immer, ne? Immer Cyberloop. Bro, was jetzt? Nein. Ah, okay. Ups, okay. Nein, wir müssen ihn... Da... Ah, okay, ich muss gar nicht viel machen. Den geschafft und einfach nur gegenspringen. Geschafft. Einfach kurz Fußball gespielt. Okay. Ich bin gespannt, was passiert, wenn wir zum Emerald gehen. Dieser Weg führt uns doch dorthin, oder? Fast runtergefallen. Ja, perfekt. Warte mal, hier ist sogar ein Portal. Da gehen wir jetzt nicht hin durch das Portal. Wir wollen zum Emerald. Das führt uns dann zum nächsten. Das würde, wenn wir das machen, würde der sechste sogar freigeschaltet werden. Ja, oh, das ist cool. Bloß nicht runterfallen. Wir haben schon ganz viele Marken gesammelt und jetzt? Ist hier ein Gegner? Nein. Oh Mann, wie kommt man hier hoch? Vielleicht müssen wir die Rätsel hier lösen? Nee, da hinten sind ja irgendwelche Trümmer und so. Irgendwie machen, das schaffen wir schon. Ja, einfaches Gefühl gemacht und geschafft. So. Ich will unbedingt da hoch. Unbedingt. Hier scheint es ein Rätsel zu geben. Oh ne, das sind Gegner. Oh Mann, die sind so hartnäckig, ne? Hä? Das hat nichts gebracht. Er hat mich getroffen. Oh nein. Lasst euch schnell besiegen, bitte, bitte, bitte. Verwandle dich bloß nicht in das Teil. Okay, gut. Ist auch kein Rätsel. Nein, da müssen wir bestimmt hin. Irgendwie muss uns das doch hochbringen. Bro. Oh nein, wir müssen da hinten hin. Wir sind den ganzen Weg umsonst gelaufen. Wir müssen da hinten hin und irgendwie wird uns das da schon da hochbringen, oder? Warte mal, was ist das Weiße? Was ist der weiße Strahl dahin? Ich gehe mal zum weißen Strahl. Vielleicht führt er uns dorthin? Ich weiß es nicht. Ansonsten müssen wir zu diesem Eggman-Teil. Ich glaube, das führt uns bestimmt dorthin. Aber wir sind jetzt schon mal in der Nähe. Ey, nein. Ich will unbedingt dorthin noch heute in dieser Folge.
was hat es mit diesen Teilen auf sich? Ich glaube, wie Sonic meinte, man sieht irgendetwas aus der Vergangenheit. Ich wollte sagen, in den Zwischensequenzen. Ich hoffe, die Stimmen und so sind nicht so leise irgendwie eingestellt. Das Ding ist, manchmal wirkt irgendetwas zu leise, aber auf einmal ist es irgendwie doch zu laut im Nachhinein, wenn ich es dann anschaue. Und hier ist schon wieder ein Wächter. Hey, ich will ihn jetzt nicht bekämpfen. Ich will schauen, was dort hinten ist. Aber ich will jetzt auch nicht runterfallen. Okay, gehen wir mal zu diesem Coco hier. Er macht uns jetzt mal stärker. Wir haben schon ganz viele Früchte gesammelt. Früchte. Sollten wir schon ganz schön stärker werden. Okay, geht so. Abwehrstufe 16. Stärke Stufe 17. Habe ich da einfach so gepinkt oder muss ich da jetzt hin? Nicht, dass ich da aus Versehen einen Punkt gesetzt habe. Ich weiß es nicht. Was jetzt? Ah, okay. Aber den brauchen wir doch nicht, oder? Gehen hier drauf. Oh, okay, das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. Oh Mann, ich will zum Chaos Emerald, aber ich glaube, es ist gedacht, dass ich erstmal eigentlich an ganzen Gegner vorbeigehen sollte. Ach so, das ist auch ein Chaos Emerald. Aber wir sollten zu dem anderen gehen. Wir sollten zu dem gehen, der uns markiert wurde. Und deswegen versuche ich mal zu diesem Eggman-Teil hinzugehen. Oh Mann, die Folge neigt sich langsam dem Ende zu. Okay, wir haben noch Zeit. Lasst mich in Ruhe, ich will dahin. Ich muss da hochgehen, zu diesem großen Teil. Ey, Leute, heute einfach Verwirrung in der Wüste, ne? So werde ich am Ende die Folge wohl, ne? Warte mal, wir sind auch schon ganz schön hoch. Naja. Nein. Okay, gut. Okay, wir haben es hier hoch geschafft. Das sieht sehr, sehr gut aus. Dieses Eggman-Schiff sollte hier in der Nähe sein. Da unten sehen wir es. Okay, das ging ganz schön schnell. Jetzt nur noch ganz sicher dorthin gehen. Hier sind solche unfertigen Wege. Oh, die haben nur nicht geladen. Ganz vorsichtig. Wie machen wir das? Was hat wohl Eggman damit zu tun, als ob er sie erschaffen hat? Ich dachte, die gab es schon, bevor er überhaupt da war. Okay. Nein. Wir wollen die lilanen Münzen einsammeln. Ich habe hier noch keinen Angelort gesehen auf dieser Insel. Okay, warte mal. Da unten ist etwas. Das scheint aber richtig zu sein. Wir folgen einfach mal diesen Weg ganz schnell, damit wir es jetzt schaffen. So. Bloß nicht runterfallen. Wer weiß, wo wir dann hingetan werden, wenn wir ein Leben verlieren. Gut, wie eine Sonic Map. Das ist aufgebaut. Hoch. Oh nein. Ist nicht schlimm. Es gibt immer einen anderen Weg. Aber ich will lieber vorsichtig sein, anstatt runterzufallen. Ob uns das dorthin führt, das werden wir gleich erfahren. Voll der gefährliche Weg, oder Leute? Okay, die wollen unbedingt, dass wir runterfallen. Die wollen das unbedingt erreichen. Aber ich werde es nicht zulassen. So. Hier hoch am besten. Oha, das war knapp. Warte mal.
auf ganz sicher. Okay, das sieht sehr, sehr gut aus. Der führt uns dorthin. Da bin ich mir sicher. Sehr, sehr gut, okay. Wandlauf. Sammeln einfach mal so viele Ringe wie möglich. Und hier oben sind wir angekommen. Sammeln die lilanen Münzen, die Teile hier auf, ganz wichtig. Okay, nein, ich sammle den Emerald direkt. Oh Mann, heute sind wir sehr, sehr viel in der Wüste rumgelaufen. Aber es wurde interessant wieder mit der Story. Mal schauen, ob jetzt was passiert. Oder müssen wir jetzt mit Knuckles reden? Nein, es passiert etwas. Ich bestätige, Sonic hat den Cyberspace mehrmals durchbrochen und ist entkommen. Durch pures Talent und reichlich Starrköpfigkeit. Beeindruckend. Du hast Respekt für ihn und doch verfluchst du ihn. Ich verstehe das nicht. Oh, ich hasse diesen Igel. Aber das ändert nichts daran, dass er ein formidabler Gegner ist. Respekt, ja. Aber mögen muss ich ihn nicht. Er hat Respekt. Dein Genie, seine Fähigkeiten, wenn ihr nur zusammenarbeiten könntet. Ja, die beiden zusammenarbeiten, ey, haben die noch nie getan. So Leute, die Folge neigt sich dem Ende zu. Sollen wir noch mit ihm reden, ist die Frage. Sollen wir noch mit Knuckles reden? Ich rede mit ihm. Ich habe zu lange gebraucht. Mit allen Dingen, da schulde ich euch noch was, dass wir sehen, was jetzt so passiert. Mal schauen. Am Ende kommt jetzt so ein krasser Bosskampf oder so. Was hältst du von diesen Türmen, die Chaos Emeralds eindämmen sollten? Eindämmen? Nein. Ich glaube eher, sie sollten sie schützen oder ihre Energie anzapfen. Du hast ja die unbegrenzte Macht der Chaos Emeralds selbst erlebt. Selbst wenn sie nicht alle hatten, würden schon ein paar genug Energie liefern, um bequem leben zu können. Genug Energie für die Ruinen, den Cyberspace? Wenn die Ahnen plötzlich die Emeralds nicht mehr nutzen konnten, sind sie deshalb vielleicht verschwunden? Okay. Ey, aber die beiden sind schon ganz schön schlau, ne? Wie die einfach auf solche Dinge kommen. Aber ja, interessant, Leute, anscheinend. Gibt es hier irgendeine mysteriöse Welt? Und die brauchen sie die Chaos Emeralds? Irgendwas, und was hat das damit auf sich mit diesen kleinen Koko oder so, was man gesehen hat, dieses Video, diese Explosionen? Sind das Geschehnisse der Vergangenheit? Ich glaube schon. Und dieses Zeichen am Himmel und so, was dann immer auftaucht. Mal schauen, Leute, wir kommen dem bestimmt immer näher. Und ja, Leute, ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, also morgen. Schreibt gerne einen Kommentar, Leute, ich würde mich sehr, sehr freuen und ich hoffe, ihr seid schon gespannt. Bis morgen, okay? Wir sehen uns. Ja, du befindest dich jetzt in der Endcard. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du das Video likest und vielleicht auch einen Kommentar schreibst. Ansonsten kann man bei mir jetzt neuerdings auch Mitglied werden. Das wäre natürlich ultra cool. Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Schau dir gerne die anderen Videos an und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge.